Ja, und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Bio und begrüße euch natürlich ganz herzlich. Ja, wir haben ja nun uns schon World of Subways 2 angeguckt. Wir haben uns World of Subways 3 angeguckt. Jetzt wollen wir mal das Urgestein angucken. World of Subways, den allerersten Teil, der natürlich auch wieder von TMS Studios kommt. Und ich wieder mal total überrascht bin, dass auch diese Simulation hier mittlerweile auf dem Windows 10 PC läuft mit 64-Bit und aber auch in 4K läuft. Also großartig an TMS Studios, dass gerade auch diese ganz alten Simulatoren immer noch heutzutage spielbar sind auf modernen Rechnern und 4K unterstützen. Das ist episch, ja. Das Ganze könnt ihr natürlich auf Steam kaufen. Das funktioniert also auch dort wieder. Ich glaube, 9,99 € kostet das Ganze oder sowas. Es ist nicht wirklich teuer. Gibt alle 4 Teile dort, könnt ihr euch kaufen. Und damit wir halt die Reihe auch komplett haben, dachte ich mir so, nehmen wir das Ganze mit rein. Zumal wir ja auch immer so ein bisschen auf andere Nahverkehrssimulationen mal ein bisschen schauen wollen, was so früher zu spielen gab und wo wir heute gelandet sind. Und ob die Welten von damals zu heute so groß sind, wie wir oder wie man vermutet. Deswegen wollen wir uns, wie gesagt, heute die erste Fahrt hier anschauen natürlich. Wir fahren von Journal Square nach 33. Street und ja, wir haben uns da schon einen Fahrplan ausgewählt, können hier uns noch die Züge auswählen, ne? Haben wir hier PA4 und was war das Ganze? PA3 und 2R. Ja, ich würde sagen, wir bleiben bei dem Standard hier. Nochmal Waggonzahl 6 hier und ja, starten direkt dann vom Motor bis Freitag. Los geht's! Ja, wir spielen das Ganze natürlich in 4K, deswegen kann es sein, dass, wie gesagt, bei euch alles noch deutlich ein bisschen kleiner dargestellt wird, so was das Ganze angeht mit diesen Menüs und so. Ja, also da nicht mal jetzt kurz mal drüber hinwegsehen. Ich nehme das Ganze aber nicht in 4K auf, sondern das ist normal in HD, es reicht dicke, ja. Aber seht selbst, wie das Ganze gealtert ist von World of Subway The Path. Was man schon mal sagen kann, es ist mega laut. Hui. So, ja, hier sitzen wir jetzt in unserem Waggon drin. Wir können uns bewegen, wenn wir mit der C-Taste uns hier so raustippen. Ja. Hola, chica. Also, ich meine, ganz ehrlich, die Menschen, die haben sie damals schon nicht hingekriegt, TMS Studios, die haben sie auch heute immer noch nicht hinbekommen. Großartig, Daumen nach oben dafür. Aber so an sich, es ist schon hübsch, ja. Also das in 4K zu sehen, das ist echt fantastisch. Das ist so der Hammer, ne? Unser Fahrzeug hier, fantastisch. Das sieht sehr, sehr schick aus. Die Dame ist doch heiß, genau. Das glaube ich auch. So, wir haben mal einen Screenshot gemacht, so, also wir können hier auch durchgucken. Ne? Also so wirklich hässlich gealtert, muss ich sagen, ist es nicht. Ne? Ja klar, wir haben hier eckige Pylone und das sieht halt alles schon nicht mehr wirklich sehr rund aus, im Großen und Ganzen. Aber, ja wie gesagt, die Menschen lassen wir mal weg hier. Ja? Okay. So vom Fahrzeug her sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und jetzt kommen wir mal zu dem Hauptteil hier natürlich. Wir wollen natürlich fahren, das ist natürlich auch wieder so ein bisschen. Ja, also wir haben nicht mal eine linke Seite, sprich, hier können Leute sitzen und wir sitzen hier so eine kleine Kabine. Hallo! Ich meine, ideal für Corona, ja, da kommt nichts rein und nichts raus, ja, alles klar. So, wir legen den Vorwärtsgang ein, ja, wir werden das Ganze schon mal so machen. Wir werden die Tür durchschließen und hauen jetzt hier mal hier die Windtore rein, denn wir haben Abfahrt um 8.04 Uhr, wir sind jetzt bei 8.03 Uhr, also wundervoll, das passt noch. So, Licht können wir anschalten, ja, also mit der Taste L. Wir kommen jetzt gerade hier auf unser Signal, das läuft. Und sobald es dann losgeht, ja, schauen wir mal durch. Die Brille können wir uns natürlich mit der Maus hier nach oben gucken, ja, und so weiter und so fort. Natürlich eine Tastenkombination, wo ihr den Lüfter anmachen könnt und so weiter und so fort, ja, das lasse ich. Und wir können natürlich hier Ansagen sprechen. This is a 33rd Street train. So, Tür zu. Dann los geht's. Ja, Tür zu. Tür nicht zu. Was ist los? Achso, warte mal. Ah, so war das jetzt. Genau. Da muss man natürlich noch die Bremse lösen. Macht Sinn, ne? So, wir dürfen nur mit 15. Erste Stufe ist 10 Cover. Zweite ist 20, also so in dem Dreh, ja, sagt man. Und dann gibt es noch eine dritte und eine vierte Stufe, falls man zu schnell sein soll, gerade bei den 40er-Bereich. Ja, hier haben wir
Und Signal 2. Keine Ahnung, das zählt allerdings nicht für uns. Ja, können wir das Ganze natürlich noch mit der Bremse steuern. Ja, hier ist es irgendwie so, dass wir das Ganze, jetzt habe ich nämlich zum Beispiel 25 km/h. Ja, das ist natürlich ein bisschen eigen, weil jetzt kann ich nur 30. Dementsprechend muss ich jetzt mit der Bremse das Ganze gegensteuern halt, ne? So. Meilen, stimmt. Ja, Meilen, nicht km/h. Meilen. Sorry. Phasis passt wieder auf, wie Schieß und. Genau, und jetzt müssen wir das Ganze jetzt mit der Bremse jetzt versuchen, aus, ja, so ein bisschen zu korrigieren. Ja. Und so sieht es halt aus. Wie gesagt, es ist natürlich eine ältere Simulation. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann der mal Phasis mal angucken, weil das Ganze erschienen ist. Es müsste halt auch so 2010, 2012, 12 gewesen sein, wo das Ganze rauskam. Damals hatte man sich ja noch irgendwie mehr speziell auf die Schiedsrichter gekümmert. Das ist eine großartige Reihe eigentlich. Wie gesagt, ich würde sie heute nur empfehlen. Ja, kommst du mal ab hier. Wollte jetzt nicht abbremsen. 2008 sogar. 2008 kam das Ganze raus. Also ihr seht, das ist halt auch schon ein bisschen älter. Los. Jetzt haben wir natürlich abgebremst hier. Jetzt ist es zu schnell. Ja, jetzt waren wir zu schnell. Naja, ich glaube, so genau. Ach, alles ist richtig, oder? So, hier haben wir unseren Haltemarker. This is a Heddyhead Street Train. Der Phase schreibt zum Beispiel gerade so, die Unterschiede beim User-Interface vom ersten und zweiten im Gegensatz zum dritten Teil sind schnell. Er hat gerade schon was getan, aber auch vom dritten zum vierten, das sieht auch wieder komplett anders aus. Ja. Zumal man ja im vierten Teil ja auch eine Kampagne hinzugefügt hat. Ja, also das ist halt auch schon was Besonderes. Obwohl man sagen kann, was man will, ja, so von der Kampagne, ja, bin ich jetzt auch nicht so angetan. Aber das ist wahrscheinlich wohl wieder Geschmackssache. Aber könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, dass wir den Licht empfinden. Das hat es immer noch in sich, ja? Also das ist immer noch das. Pavonia Newport. Next stop will be Pavonia Newport.
Den vierten werden wir uns natürlich dementsprechend jetzt auch noch angucken. Wenn wir schon die ersten drei haben, dann sollten wir auch den letzten jetzt mal anschauen. Allerdings werde ich da nicht die Kampagne machen, sondern einfach auch mal so eine Fahrt hier aufnehmen einfach. Kommst du wieder nicht hier? Ach, was kommt runter hier? Und das in 4K. Sieht nicht schlecht aus. Man merkt halt, dass der Zug halt doch von den Texturen relativ matschig wirkt. Ja. Aber eigentlich guckst du in der Regel ja nicht so jetzt den Zug genau an, sondern guckst eher so, ja, so in den Tunnel rein. Und das sieht schon wirklich dann relativ gut aus. Ich meine, dass ich mal irgendwann mal, ja, World of Subways in 4K spiele, niemals mit gerechnet. Das geht gar nicht. Macht die Tür jetzt nicht auf, was auch immer. Toll. Verstehe ich jetzt nicht. Jetzt ist es so. Ja, ist natürlich schade, dass das Ganze halt schon jetzt eine ganze Weile her ist, dass man sich jetzt von der World of Subway-Reihe ja sich eher weggedreht hat. Ne? Wie gesagt, jetzt ist man ja mit dem Fernbus-Simulator beschäftigt. Und halt mit dem Tourismus-Simulator. Ne? Das waren so Vorreiter gewesen. Ich glaube, dass World of Subway 4 sogar nach dem Fernbus-Simulator kam. Ich bin gar nicht mehr so 100% sicher, aber kam es kurz davor. Nagelt mich darauf jetzt nicht fest. Auf jeden Fall ist das Ganze schon, ja, schon sehr, sehr schade, dass man diese Reihe halt fallen lassen hat. Aber so ist es manchmal. Wie gesagt, jetzt ist man ja aktuell mit Sebastian beschäftigt und was danach kommt, weiß man ja nicht. Vielleicht plant man ja da nochmal was in der Richtung, was zu tun, zu machen. Auf jeden Fall muss man hier sagen, ein schönes Stück Erinnerung. Wie gesagt, 2008. Also World of Subway 4 kam am 2. April 2015. Also das ist jetzt mittlerweile auch schon, ja, 5 Jahre her. Also kam das Ganze noch vor dem Fernbus-Simulator. Okay. Da hat man sich ja wahrscheinlich eine Neuausrichtung gedacht. Ja, wurde es dann halt der Fernbus-Simulator? Naja, so ist das halt.
Server Street. Ja, also ihr seht, ne, man ist hier auch nicht wirklich schnell unterwegs. Jetzt ich mal, was ist das, so 40 km/h oder sowas? So. Wirkt halt relativ langsam. Es sind auch nicht viele Haltestellen, glaube ich, wenn ich jetzt hier alles falsch war. Irgendwie habt ihr ja mitgesehen, 8 Haltestellen oder sowas, 6 Haltestellen. Also da ist man mit der U7 schon deutlich, deutlich länger unterwegs. Wie gesagt, über eine Stunde. Ja, also Phasus schreibt es jetzt mal direkt. Also 20 Meilen sind umgerechnet 32,19 km/h. Ja, also, wenn jemand jetzt das hier wissen wollte, dann da jetzt die Antwort. Ich fand es halt auch toll, dass tatsächlich unter dem World of Subway 3 Video immer noch so ein paar Fragen tatsächlich kamen. Ja. Zum Beispiel halt auch die Frage, läuft es denn noch auf Windows 10? Deswegen habe ich das am Anfang jetzt so deutlich betont nochmal, ja, dass das halt unter Windows 10 läuft. Ja. Und wie gesagt, das Ganze in 4K und eigentlich auch noch relativ hübsch aussieht. Und wie gesagt, das Gleiche kann ich jetzt auch zu World of Subway 1 sagen. Wie gesagt, es läuft auf Windows 10 und es sieht zudem noch wirklich nicht mehr 100% zeitgemäß aus, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt zum Würgen ist oder irgendwie, ne? Also es kann sich immerhin noch gut darstellen, mit eigentlich relativ tollen Optik noch. Könnte ich halt auch frei bewegen, ja, wenn ihr zum Beispiel aus dem Zug steigt, könnt ihr euch natürlich ganze Waggons angucken, ihr habt 3 verschiedene U-Bahn-Typen, die ihr euch hier angucken könnt und so weiter, also da ist halt ein bisschen was drin, wie gesagt, vielleicht kann ich mal Phasen nochmal gucken, dass das Ganze jetzt wirklich kostet, aber ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass irgendwas mit 10 Euro unter 10 Euro. Und notfalls einfach da einen Sale abwarten, denken wir, das Ding, das geht bestimmt weg für ein paar Euros. Wir haben ein rotes Signal vor uns. Nicht so schön. Kostet ca. 10 Euro. Deswegen. Also es ist nicht wirklich teuer. Wer wie gesagt diesen Charme von früher so ein bisschen haben will, der guckt da gerne mal vorbei. Es gibt aber auch noch einen Wandel, den er mir jetzt hier gerade geschrieben hat. Und zwar könnt ihr World of Subway 1 plus 2, also den ersten und den zweiten Teil, sogar für 50 Euro. Also, ihr seht, ne, wenn ihr das Ganze jetzt noch im Sale abwartet, also sowas, dann kriegt ihr das echt für ein paar Euro hinterhergeschmissen. Das finde ich eigentlich, geht das vollkommen in Ordnung. Street.
So. Ja. Kaffee. Ihr seht auch unten, zum Beispiel unten links, ja, wenn man zum Beispiel abfahrt, wie da ist, wie viele Leute ein- und aussteigen. Das hat sich zum zweiten Teil natürlich nicht verändert. Ja, also der Phasus wird das Ganze auch nochmal nachspielen mit seiner Playlist, ja, er hat jetzt also eine eigene Mitfahrt-Playlist, ja, da wird er sich wahrscheinlich den dritten Teil vom Thema SOS auch nochmal angucken, denn da ist mir, wie gesagt, ein kleiner Fehler unterlaufen und den will er natürlich korrigieren. Kann ja gar nicht sein, dass er da alles falsch macht. Und dementsprechend würde er das wahrscheinlich dann nochmal richtig machen. Also wenn ihr da mehr sehen wollt von TMS Studios und World of Subways, dann unbedingt mal bei Phasis irgendwann mal jetzt mal vorbeischauen. Und wann es genau kommt, kann ich dementsprechend natürlich noch nicht sagen. Ja, also muss man noch ein bisschen Geduld haben. Also so wie ich das gerade richtig lese, kommt das sogar schon am Samstag jetzt. Okay, also wie gesagt, also wenn ihr da mal mehr sehen wollt, nochmal von den Studios und den zweiten Teil von den dritten Teil von World of Subways, dann unbedingt am Samstag nochmal reinschauen. Allerdings ist das Video komplett unkommentiert, ne? Er nimmt das Ganze halt auf mit Spielton und alles sowas, aber es wird halt nicht kommentiert, vielleicht für den einen oder anderen. Vielleicht sogar ein bisschen entspannter, tatsächlich immer nur meine Stimme hören zu müssen, wenn er da sowieso immer nur reinlabert und euch voll nölt, ja? Ja, vielleicht auch mal eine ganz interessante Thematik. Ist ein kleines Pilotprojekt, was wir jetzt hier mal starten, testen wollen. Und von daher, falls es, wie gesagt, gefällt, einfach mal vorbeischauen. Einfach mal reingucken. Jetzt geht es hier gerade ein bisschen Schlag auf Schlag mit den U-Bahnhöfen hier. Next stop will be 33rd Street. Das ist der letzte Stopp. Das ist der letzte Stopp, der Kick ist voll besoffen.
Ja, das also wie gesagt, World of Subways 1. So sieht es also heute aus. Wie gesagt, natürlich gibt es weitere Linien, die man hier fahren kann. Da müsst ihr mal reinschauen. Wie gesagt, es gibt eine ganz kurze Linie, es gibt eine längere Linie. Ich glaube, wir haben jetzt hier die mittlere Linie jetzt gezeigt. Ja, also da gibt es natürlich auch nochmal so ein paar Varianten. Wie gesagt, halt verschiedene Zugtypen habt ihr hier drin. Insgesamt drei an der Zahl. Und ja, so sieht es halt auf jeden Fall aus. Kann man nicht meckern. Wie gesagt, dafür, dass es halt schon doch eine relativ ältere Simulation ist, kann sich es auch heute noch meiner Meinung nach sehen lassen. Ne? Also so, jetzt geht das Bild auch aus. Wir haben es geschafft. Hier haben wir unsere Auswertung. Wir haben nicht erfüllt. Wir haben die Ansage nicht korrekt. Wir haben korrekte Ausstiegszeit im Stationsbereich angeblich nicht erfüllt. Ich glaube, ich habe auch einmal die falsche Seite geöffnet. Aber so ist es. Wir haben die Klimaanlage nicht eingeschaltet, keine Hilfe über den Streckenmonitor, Fahrzeuganzeige eingestellt und so weiter und so fort. Das kann der Phasis ja alles besser machen. Alles deutlich besser. Aber immerhin 56% haben wir erreicht. Und ja. So sieht's also aus mit World of Subways. Ja, wie gesagt, also knapp 10 Euro kostet das Ganze. Wie gesagt, falls ihr euch dafür noch interessiert, also es funktioniert hundertprozentig auf Windows 10 mit 64 Bit und 16 GB Arbeitsspeicher und 4K und so weiter und Full HD. Und also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass das Ganze eventuell nicht funktioniert. So, damit verabschiede ich mich, bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart, hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche zum nächsten nostalgischen Simulator hier auf ÖPNV-Simulation, würde ich mich sehr darüber freuen und verabschiede mich damit, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.